So, hallo, wir machen weiter bei Evoland 2. Das letzte Mal sind wir im Dorf, oder was heißt Dorf, im Dingens angekommen. Ja, wir sind nochmal hier in der Kanalisation, weil ich war mir nicht sicher, ob im Dorf jetzt... Ach, wo war denn jetzt wieder springen? Moment. Hier. Und hier war schlagen, ja, okay. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir im Dorf speichern konnten. Deswegen bin ich nach der Aufnahme nochmal sicherheitshalber in die Kanalisation zurückgelaufen. Wir waren eigentlich ursprünglich hier in diesem... Da waren wir drin, in dieser Jugendherberge oder was das ist, weil da sind so viele Kinder. Oder es ist ein Kinderheim, keine Ahnung. Wir klappern das jedenfalls mal schnell ab. Willkommen im Weißen... Ja, sowas meinte ich. Im Waisenhaus von Genua. Wir nehmen uns all der Kinder an, die ihre Eltern im Krieg und anderen Katastrophen verloren haben. Das erfordert pausenlosen Einsatz, jeden Tag, jede Stunde. Und leider auch jede Sekunde. Da könnten sich die ganzen Snobs hier, die wir da letztes Mal gesehen haben, ordentlich eine Scheibe abschneiden. Und ich werde hier ganz bestimmt nichts klauen. Ich probiere es nicht mal. Ich gehe an die Kiste nicht ran. Ich ruhe mich nur kurz aus. Oh, ich hoffe, sie lassen mich in Ruhe. Mir ist langweilig. Wollt ihr ein Spiel spielen? Oh, wir können gar nicht Ja-Nein sagen. Ich habe Hunger. Wann essen wir endlich? Ich glaube, ich muss gleich aufs Klo. Ich bin so ein süßes Mädchen. Stimmt's? Hä? Ja? Was? Ich kann euch nicht hören. Sagt, dass ich süß bin. Sagt es. Ich weiß, es ist nur eine kleine, minimale, unwichtige Spielentscheidung, aber Nein sagen zu einem kleinen Kind ist doof. Ja sagen würde sie in ihrer Arroganz verstärken. Allerdings ist sie ein Kind. Also, mein Gott. Das rothaarige Mädchen ist wirklich nett. Ja, ja, fragt sie nur. Wir beiden haben solchen Spaß zusammen. Das ist doch schön. Jetzt weiß ich halt nicht, kann ich da... Oh, wenn da jetzt Geld drin ist, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn da Geld drin ist, lade ich neu. Das gar nicht... Ich kann da gar nichts machen. Okay. Gott sei Dank. Hätte ja sein können, dass irgendein lustiger Text kommt oder so, dann wäre es das wert gewesen. Okay, im Shop waren wir schon, da können wir aktuell nichts machen. Gehen wir ins Hotel. Willkommen im Gasthof zur Flussratte. Kostet unser hausgebrautes Bier, garantiert ohne Schaumkrone. Probiert unsere hausgemachten Mahlzeiten, frisch von gestern oder letzter Woche. Schlaft in unseren Betten mit frischen, vor weniger als einem Monat gewechselten Laken. Wir wünschen euch einen höchst angenehmen Aufenthalt. Nach dieser Predigt ist wirklich eine Gehaltserhöhung fällig. Wenn das das Gasthaus ist, das eigentliche Gasthaus, dann würde ich doch erst nochmal gerne hier reingehen. Und mit dem Typ reden. Willkommen bei Wokdonalds. Die Küche ist noch geschlossen, schaut später mal vorbei. Ach ja, okay. Habt ihr das gerade gehört? Kann mir mal jemand erklären, warum es in der letzten Aufnahme ging und in dieser kriegen wir wieder Audioprobleme? Wo kommt die her? Es ist derselbe Bereich. Es ist nichts anders. Wo kam das denn jetzt her? Dann hängt es nicht. Ich habe gerade gesehen, da oben war eine Diskette. Das heißt, man wird gespeichert. Alles klar. Man speichert, sobald man in ein Haus geht und so weiter und rausgeht und reinkommt und alles. Okay. Willkommen im Gasthof Flussratte. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies der beste Gasthof der ganzen Stadt ist. Ich möchte sogar behaupten, auch mit Fug und Recht, dass ihr noch lange an euren Aufenthalt hier denken werdet. Okay. Kommt sofort runter, Norbert. Sagt bloß nicht, ihr seid betrunken. Der Alkohol in diesem Bier hat sich schon vor Jahren verflüchtigt. Ich sage euch, ich habe sie gesehen. Um mich herum wirbelten auf einmal sonderbare Muster, die in mich eindringen wollten. Genau als ich am Hauptquartier der Zauberer vorbeiging. Nun, ich habe gar nichts gesehen und ich lief direkt neben euch. Vielleicht lag es ja an dem Pilzgericht, das ihr bestellt hattet. Ich hatte euch ja vor dem Essen gewarnt. Okay, das ist das Gleiche. Jede Nacht habe ich den gleichen Traum.
eine in das schwarz-weiße Gewand einer mittelalterlichen Magd gekleidete junge Dame kommt, um mit mir zu sprechen. Und dann wache ich auf. Ich würde meine kostbarsten Besitze mir hergeben, um auch nur einen Augenblick mit ihr im wahren Leben zu teilen. Ach, noch einen Schnaps, Herr Wirt. Okay. Können wir erstmal mit allen quatschen, bevor wir... Okay, mit der quatschen wir ganz zum Schluss. Die hat ein Ausrufezeichen. Den Geschmack des Bieres hier werdet ihr nie vergessen. Das soll kein Kompliment sein. Mmh. Wie löse ich das aus? Warum? Wo kommt das her? Das verwirrt mich gerade wirklich sehr. Wartet mal einen Moment. So genau, da wurde gespeichert. Das heißt, ich kann das Spiel problemlos kurz verlassen. Wie löst man das denn aus? Das ist ja unfassbar. So, wieder auf Kleinbild wechseln. Weil in der letzten Aufnahme waren wir auch hier in dem Bereich. Da ging alles in Ordnung. Was war da anders? Was ist da anders? Ich verstehe es nicht. Ich hätte es verstanden, wenn es in der Kanalisation halt wäre, dann würde ich sagen, okay, es ist, hängt mit dem Bereich zusammen, aber das tut es ja nicht mal. Hm. So, mit dem haben wir schon geredet. Wisst ihr, ich würde so gerne auf Wanderschaft gehen und die Welt sehen, aber seit Beginn des Krieges sind wir schon hier in der Stadt stationiert. Ohne uns wäre dieser Ort längst vor die Hunde gegangen. Wenn man darüber nachdenkt, was für eine Verschwendung. Seit 10 Jahren kehre ich jeden Abend hier ein und das Essen ist furchtbar wie eh und je. Ich frage mich, warum ich immer wiederkomme. Tja, warum eigentlich? Ich bin sicher, bei McDonald's ist es viel besser. Und mit dem Mittleren können wir nicht sprechen. Na gut. Unseren letzten Bericht nach wurden die Mayenne-Brücke vom Kaiserreich eingenommen. Die Armee der Dämonen wurde dezimiert und ihr König ist nirgends zu finden. Wenn das nicht Grund genug ist, um den Kaiser auf den Kaiser anzustoßen. Aber bitte nicht hier. Okay. Quatsch mal mit ihm. Ihr möchtet schlafen gehen? Von euch verlange ich nur 50 G pro Nacht. Wie hört sich das an? Ja. Dann lasst es halt... Habe ich hineingedrückt? Wie? Ich gehe doch auf Ja, wenn was passiert, wenn ich auf Nein gehe. Hä? Ja! Willst du mich veralbern? Ich kann keine Ahnung. Ich bestätige immer mit Leertaste. Hä? Habe ich keine 50G? Hä? Wir haben doch, ja, wir haben 642, was zum? Und wir haben 2 von unseren 3 Begleitern. Sehe ich gerade da oben. Stimmt, wir haben noch überhaupt nichts von dem ganzen Zeug hier, was man einsammeln kann. Also, überhaupt nichts ist falsch, aber nicht viel. Keine Karte, 7 Sterne, 2 komische Erzdinger. Hm. Was, eine Ratte? Aber nicht doch, unser Etablissement hält große Stücke auf Sauberkeit. Es ist sicherlich ein Stoff, der das eins der Kinder liegen gelassen hat. Nur so lässt es sich erklären. Vielleicht kann man auch noch nicht pennen, vielleicht muss man damit noch warten, bis irgendwas aktiviert ist. Keine Ahnung. Quick! Quick, quick! Ja, das ist voll der Stofftier. Aber was für eine riesige... Wow, 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 da kann ich rein. Fuck. Was machen wir jetzt als erstes? Hier mit dem Ausrufezeichen oder hier reingehen? Oh. Scheiße. Ihr wollt die Stadt verlassen? Das sollte sich arrangieren lassen. Habt ihr ein bisschen Moos für mich? Ihr wisst schon, Mäuse, Zaster, Schmiere für unsere Beziehung. Nicht, dass ich euch nicht vertrauen würde, aber eine kleine Gegenleistung schadet nie. Kuro, dieser Typ gefällt mir nicht. Wir sollten uns vielleicht lieber nicht mit ihm einlassen. Die junge Dame hat recht, zumindest theoretisch. Aber ich fürchte, wir haben keine Wahl. Beim Militär sagen wir, der Zweck heiligt die Mittel. Diese Maxime dürfte auch unter diesen Umständen gelten. Die Strategie jedoch überlasse ich euch, Super Mario.
Und, interessiert? Nein, gerade nicht. Jetzt liegt es an euch. Niemand könnte es sagen, dass ich euch zu etwas zwinge. Aber wenn es um mich ginge... Nun, es besteht jedenfalls keine Eile. Dann reden wir doch erst... Doch erstmal mit der Dame. Ihr möchtet etwas in die Stadt, oder? Herausbringen? Zu reduzierten Transportgebühren, versteht sich? Dann wendet euch an Herrn Schlamassel im Innenhof. Toll. Toll. Ich würde aber gerne... Warum geht das nicht? Ich würde gerne... Hier, kann ich das ganze Zeug noch nicht machen? Muss ich jetzt mit Herrn Schlamassel reden? Anscheinend. Kommen wir dann später nochmal hierher? Man weiß es nicht. Na gut, zu den Magiern können wir auch nicht rein. Und hier in die Bibliothek können wir auch nicht. Dann wollen wir wohl aus der Stadt raus. Okay. Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Dann gehen wir eben zu Herrn Schlamassel in den Innenhof. Von mir aus. Von mir aus. Dum, 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 dum. Jep, 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 jep. Aber sie sagt nicht, wie dem einlassen. Gibt es eine andere Option? Soll ich mich nochmal umgucken? Oder sollen wir... jetzt weiß ich das halt nicht. Ich glaube, wir beiden werden uns prächtig verstehen. Wie wäre es mit einer kleinen Kaution, um unsere Freundschaft zu besiegeln? Sagen wir für den Anfang mal... das ist genauso viel, wie wir haben. Das ist genauso viel, wie... Das ist fast genauso viel, wie wir haben. Verdammt! Jetzt weiß ich nicht, ob es richtig ist. Aber ich kann... Ich habe keine anderen Optionen hier, oder? Verliere ich hier wirklich mein ganzes Geld? Warum kann ich... Kann ich deswegen hier nicht schlafen gehen, weil sonst das Geld weg wäre, was ich für den Herr Schlamassel brauche? Dann müsste ich unter den gleichen Umständen auch nichts kaufen können. Nein, das kann ich kaufen. Jetzt habe ich aber keine... Will er jetzt wieder 640 G oder will er jetzt abgerundet auf 620? Ich weiß, das ist eine schlechte Rundung, aber... Wenn er jetzt wieder 640 will, müssen wir nochmal Geld sammeln. Ja, 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 ja. Er geht immer auf die untersten Zehner von unserem Geld. Immer. Okay. Dann habe ich schon mal keine Erklärung dafür. Warum ich hier nicht mit den 50 G bezahlen kann. Lass das, ich will... Strange. Ich kann Sachen kaufen.
Ich kann also mit maximal 9G hier rauskommen, wenn ich das mit dem Typen mache. Ich habe aber das Gefühl, dass es noch eine andere Option gibt. Ah, verdammt. Und hier kann ich nicht runter. Ich will nochmal zum Gefängnis zurück. Wo waren wir denn noch nicht? Waren wir vielleicht irgendwo noch nicht? Hier kam man doch auch nicht hoch, oder? Nee. Das hatten wir alles schon. Hier gab es auch keinen Geheimweg. Warte mal. Nee, ich dachte, vielleicht ist hier so ein Seiteneingang. Nee. Nee, das ist bloß. Das war bloß Zufall, dass das relativ mittig war. Hier kann ich auch nicht durch. Gibt's hier einen Eingang? Irgendwie seitlich? Nicht nach? Nee. Ich fürchte, wir müssen mit Herr Schlamassel reden und da kommen wir auch nicht rein. Ja. Bla bla. Kennen wir schon. Verdammt. Hier waren wir auch drin, oder? Genau, da war die Oma, die Mutter von Dalkin. Die hat auch nichts mehr zu sagen. Nein. Kann ich das eigentlich komplett überschreiben? Nee, kann ich nicht. Ich muss es durchdrücken. Na gut. Hier kann ich noch nach hinten. Bringt mir aber auch nichts. Ja, ich schätze, wir kommen später nochmal her. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Und hier kann ich nicht raus. Und den Schlüssel haben wir auch nicht gefunden für da unten. Oh, das ist ein Graus. Aber ich kann hier nichts reden mit den anderen. Das ist, ich kann reden, aber es bringt nicht mehr, noch mehr zu reden. Das wollte ich damit sagen. Wir haben mit allen geredet, wir haben alles gemacht. Tja, mir bleibt nur der Herr Schlamassel. Was für ein Schlamassel. Und die sagt auch nichts anderes. Ja, reduziert, genau. Der immer weiß, wie viel Geld ich habe, weil er immer um auf die 10. Stelle runtergeht. Na gut. Hilft ja nix. Regt euch nicht auf, ihr habt euch mein Vertrauen jetzt verdient. Also, so läuft es. Ihr bringt mir weitere 150... Oh, natürlich könnt ihr gerne ablehnen. Aber eure Kaution behalte ich dann ein, versteht sich. Ich darf wohl davon ausgehen, dass ihr einwilligt. Ich schätze mal, ihr habt das Geld nicht. Oder nicht mehr. Irre ich mich? Wenn ihr hier weg wollt, werdet ihr wohl dafür arbeiten müssen. Ich weiß, ein furchtbarer Gedanke. Ich versuche selbst tunlichst das zu vermeiden. Aber manchmal heiligt der Zweck eben die Mittel. Meine Assistentin im Gasthaus kann euch sicher ein paar Gelegenheitsjobs vermitteln. Dafür werdet ihr dort übernachten müssen. Ich weiß, ein Fünf-Sterne-Hotel ist es nicht. Aber denkt nur an morgen, wenn ihr frei und meilenweit vom Kaiserreich entfernt seid. Viel Glück! Oh, seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Super Mario, ich werde euch nie wieder die Verhandlung überlassen. Harte Worte, Menos. Obwohl Kuro ihm wirklich völlig auf den Leim gegangen ist. Aber er hat sein Bestes gegeben und das ist das Wichtigste. Wir haben unser ganzes Geld verloren. Schlimmer noch, wir müssen uns unsere Flucht aus der Stadt erkaufen. Erstens war es unser Geld, nicht eures. Und zweitens braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich werde schon dafür sorgen, dass wir hier rauskommen. Ist euch das recht, Kuro? Schließlich seid ihr und Menos auf der Flucht. Ich werde mich nützlich machen und das nötige Geld verdienen. Das machen wir schön zusammen. Bitte, kommt schon, bitte, bitte. Ich kann also nur ja sagen, ja? Okay. Herrje, könnt ihr stur sein. Also los, packen wir es an. Ja, okay.
Wir sind zusammen. Ich dachte, jetzt geht's ja alleine irgendwie los und dann kommt sie einfach mit Geld wieder. Das hätte ich nicht gewollt. So, ja, aber Venus ist auch cool. Er sagt so, ja, hier, der Zweck heiligt die Mittel, wir müssen das machen. Und jetzt bin ich der Arsch. Warte, ach, ich bin jetzt... Wait, ich bin Fina. Haben wir jetzt andere Gespräche teilweise? Nein, okay. Okay, jetzt bin ich also Fina. Das heißt, wir werden später auch mal Menos spielen. Cool. Dann sage ich aber mal danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal mit hoffentlich sehr wenig Bugs oder keinen. Mal gucken. Und tschüss.